habe da Ganga. Danke. Er schult mich und schleift mich und poliert mich nach allen Regeln der Kunst. Ein Meister erkennt dein Wesen und ein Meister weiß genau, warum du hier bist. Und er wird dir da nicht eine Geschichte erzählen und sagen, das und das ist zu tun. Er gibt dir Gelegenheiten und Beispiele, Hindernisse, die du meistern sollst. Und dazu brauchst du Viveka, deine Unterscheidungskraft und deinen Verstand und auch Vairagya, Leidenschaftslosigkeit. Ein Meister möchte dich nicht abhängig machen, er möchte dich lehren, er möchte dir etwas zeigen. Und natürlich kommen auch Gefühle oder beleidigt sein oder Freude. Und wenn man viel Freude hat, natürlich möchte man immer dort sein, wo man Freude bekommt. Aber wenn man nicht am richtigen Weg ist, nützt das nichts. Es kommen Beispiele und Lebenssituationen, du musst lernen. Und daran erkenne ich die Meisterschaft. Es ist nicht etwas, was dich in Ruhe und in Stille wiegt, sondern dich fördert und fordert. Mein Weg ist ein ganz langsamer Weg, ohne große Worte, Versprechungen. Sei, was du bist. Sei bewusst, was du machst. Und übe täglich. Und sei lieb zu allen, die du bist. Wenn du nicht die Tränen von jemandem erwischen kannst, versuch wenigstens keine Ursache von Tränen. Und sehe in allen Gottes Licht. Dann plötzlich man kommt zurück zu sich selbst. Was bin ich und was ich alles gemacht habe in der Welt? Es ist nichts nur das ganzen Tag meditieren oder den ganzen Tag nur beten. Ich sage, die helfenden Hände haben mehr Werte als gefaltene Hände. Und daher in der Welt helfen. Gläubige Hindus aller Gesellschaftsschichten kommen zur Kumbh-Mela. Auch zahlreiche Bedürftige, die sich nicht einmal eine Mahlzeit am Tag leisten können. Für sie haben die Einwohner von Haridwar gespendet und gekocht. Das selbstlose Dienen, so sagt man, helfe auf dem Weg zur Befreiung weiterzukommen. Wir glauben, dass in jedem Menschen Gott ist. Es macht mich stolz, Pilgern, die sich keine tägliche Mahlzeit leisten können, zu helfen, noch dazu an einem so heiligen Platz. Ich bin dem Allmächtigen dankbar, dass er mir diese Arbeit gegeben hat. Dass auch Yogiraj Maharaj und seine Ordensbrüder jeden Tag mit Essen versorgt werden, verdanken sie der Spendenbereitschaft ihrer Anhänger. Die Kumbh-Mela ist Anziehungspunkt für Asketen und Heilige verschiedenster Glaubensschulen, die alle nur eines wollen, das Weltliche überwinden. In Indien gibt es zahlreiche asketische Gemeinschaften, zu erkennen an den bunten Stirnzeichen. Die Heiligen auch mit Geld zu unterstützen, gehört zu den besonders verdienstvollen Taten eines gläubigen Hindu. So können sich die Sadhus, wie die heiligen Asketen auch genannt werden, ganz auf ihre geistige Weiterentwicklung konzentrieren. Asketisches Leben bedeutet ein diszipliniertes Leben. Entspannt, bequem und glücklich. Das ist, so, es ist nichts gesagt worden in Hinduismus. Aber in keiner Religion, glaube ich, jetzt gesagt, dass du sollst deinen Körper strafen. Es ist Gegenteil. Das Gegenteil, weil wir sagen, es war Gottes Gnade, dass du einen menschlichen Körper gekriegt hast. Und du sollst dich sehr bemühen, in jeder Hinsicht, jeden Fall, dass du deinen Körper aufpasst, gesund hält, dass du länger leben kannst, dass du hilfst und arbeitest für alle und durch deine Meditation, durch deine Gebete, durch Disziplin, dass du deine Erleuchtung oder Befreiung kriegst. Das Bad in einem heiligen Fluss gilt als Pflicht im Leben eines jeden gläubigen Hindu.
Die morgendliche Reinigung beginnt mit dem Gayatri-Mantra, einem Gebet an die Sonne mit der Bitte um Erleuchtung. Sünde bedeutet schlechte Taten. Jemanden verletzen. Körperlich, geistig, seelisch. Oder gegen jemanden schlechtes arbeiten oder tun, dass jemand leidet und hat Schwierigkeiten. Also Sünde bedeutet eine negative Tat. Es wird gesagt, Sabi Prani, meri Atma hai. Alle Lebewesen ist mein Selbst. Egal, welche Lebewesen töten, ist eine Sünde. Jeder Tag endet mit einer Feuerzeremonie zu Ehren der Mutter Ganga. Die Opferlichter der Gläubigen sollen persönliche Wünsche und positive Gedanken zu den Göttern tragen. Rituale, die an einem heiligen Ort wie diesem durchgeführt werden, gelten als besonders wirkungsvoll. Die Kumbh Mela ist nicht nur ein religiöses Fest, sondern auch ein sozialer Event. Swami Maheshwaranandas Orden beispielsweise lädt immer wieder zu einem gemeinsamen Treffen, bei dem sich die rund 5000 Mitglieder austauschen können. Viele Ordensbrüder sind Sannyasin, ältere Männer, die sich im letzten Lebensabschnitt zurückgezogen und der Welt entsagt haben. Im Idealfall sollte jeder Hindu 4 Lebensstadien durchlaufen. In der Kindheit und Jugend sollte er lernen und studieren. Als Erwachsener arbeiten und eine Familie gründen. Dann ein Leben in Einsamkeit und Askese führen, um sich im letzten Abschnitt völlig von der Welt abzuwenden. Dann sollte er nur noch meditieren, um zur höchsten Weisheit zu gelangen. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, mich umzustellen. Ich bin sehr glücklich hier. Ich hätte auch bei meiner Schwester oder meinem Bruder leben können, aber das wäre nicht gut für mein Leben und meine Gesundheit gewesen. Ein Heiliger hat mir vorgeschlagen, in einen Orden einzutreten. Das habe ich gemacht und jetzt bin ich sehr glücklich. Es ist die süßeste Frucht des Lebens. Kennen Sie das Zitat von Shakespeare? Das Leben ist ein Märchen, erzählt von einem Idioten, voll von Lärm und Zorn, das nichts bedeutet. Es ist gleich, was du glaubst. Und wie du glaubst, es ist schön. Aber du sollst wissen, am Ende ist nur eine Wahrheit und ein Gott. Und sei sicher, dass dein Körper ist nichts ewig. Aber was in dir lebt, ist das Licht der Ewigkeit. Erkenne dich selbst, dann du wirst frei von allen Problemen.
Thank you.